Ein herzliches Willkommen. Wir sind heute bei Montag, 2. Mai 2022. Sonne ist weiterhin im Stier, Erdenergie, Pragmatismus, aber auch Sinnlichkeit und Genussfreude. Der Mond ist bis etwa ja, kurz vor eins, Viertel vor eins so im Stier auch, ja, und wechselt dann gegen Viertel vor eins heute Mittag in den quirligen Zwilling. Das bedeutet wahrscheinlich ein bisschen mehr Unruhe, ein bisschen mehr Kommunikation, kann positiv oder negativ sein. Es kann ein bisschen mehr Klatsch und Tratsch geben, aber auch nette Unterhaltung. Wir haben ab heute Venus im Widder. Venus im Widder bedeutet natürlich Temperament, Leidenschaft, Feuerenergie. Das muss man im Griff haben, damit er möglichst nicht schief geht, ja. Und man ist auch mutig und will sich natürlich auch in Beziehungen durchsetzen. Sonne und Mars stärken zusätzlich, Mars in den Fischen, Sonne im Stier zwischen 2. und 11. Mars und Uranus sorgen ab morgen für Überraschung, also heute noch nicht, erst ab morgen. Also ich denke mal, ein guter Start in diese Woche, ab Mittag mit viel Temperament, guten Unterhaltungen. Und ich denke, ja, man kann da was Gutes aus dem Wochenstart machen. Den wünsche ich euch. Viel Spaß und dann schauen wir, was die Karten sagen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Widder. Wir sind heute bei Montag, 2. Mai 2022. Die Sonne ist im pragmatischen Stier, der Mond ist heute ab Mittag in den Zwillingen, vorher ist er auch noch im Stier, da geht es wohl ruhig los und wird nachher ein bisschen unruhiger, aber auch ein bisschen kommunikativer. Ab heute ist die Venus in deinem Zeichen. Das sollte dich voranbringen, wie die anderen Feuerzeichen auch. Ich denke mal, das beflügelt ein bisschen, kann finanzielle Auswirkungen haben, aber auch in Beziehungen sich sehr deutlich zeigen. Was haben wir heute für den Widder allgemein? Ein Neuanfang, der nah, unbelastet und frei. Ruhephase, also gut überlegen. Wir haben ja den Start mit Mond und Sonne im Stier. Und dann haben wir neue Wege gehen im Gefühlsbereich. Hast du dir überlegt, was du machen willst? Bist du, ich sag mal, mit deinen Gedanken dabei, was zu tun ist? Hast du vielleicht noch Gespräche zu führen? Mach auf jeden Fall langsam, egal was auch immer es ist, was du vorhast, was du umsetzen möchtest. Es sollte gut überlegt sein. Und du sollst dich darüber natürlich freuen. Und im Gefühlsbereich etwas Neues zu beginnen, kann auch bedeuten, sich auf etwas Neues einzulassen. 10 der Schwerter sind deine bisherigen Erfahrungen. Es sind natürlich auch die Enttäuschungen, die man erlebt hat mit Dingen. Aber man ist darüber hinweggekommen. Es ist die gelernte Lektion. Natürlich hinterlässt so eine Lektion auch ja, Narben, kann man sagen. Aber auch die Eindrücke, die man gewonnen hat, die einen als Person weitergebracht haben. Der Neuanfang will gut überlegt sein, nicht hastig, überstürzt getroffen werden und es gilt natürlich auch ein paar liebgewonnene Dinge hinter sich zu lassen. Also alles in allem eine sehr ruhige, ich sag mal gediegene Energie und ich glaube, du kommst heute gut voran, wenn du dich selbst nicht stresst und wenn du natürlich auch, ich sag mal, deine gelernten Lektionen mitnimmst als Anleitung für den Start in diese Woche. Dahingehend wünsche ich dir natürlich auch einen schönen Start in die neue Woche und sag bis morgen. Herzliches Willkommen, mein lieber Stier. Wir sind heute beim Montag, 2.5.2022. Sonne und Mond starten in diesem Tag in deinem Zeichen. Das ist natürlich wunderbar. Du fühlst dich richtig sauwohl. Heute Mittag gegen kurz vor eins wechselt der Mond dann in die etwas unruhigeren Zwillinge. Kann mit viel Kommunikation zu tun haben oder dass es ein bisschen stressiger wird. Durchaus möglich. Aber wie gesagt, du entscheidest ja, worauf du dich einlässt. Was heute neu ist, dass die Venus in den Widder gewechselt ist. Also ab heute Venus im Widder. Das kann schon mal zu ein paar Konflikten im Privatbereich führen. Schauen wir mal, wie die Woche startet für den Stier. 3 der Münzen, Teamplay, gemeinsam. Page der Kelche, Freundlichkeit
und Fokus. Also man ist fokussiert auf seine Ziele, man weiß, was man erreichen möchte, man weiß, wo man hin will, man weiß, was zu tun ist, du als Stier sowieso, du bist gut sortiert. Und ich denke mal, dass du mit anderen auch einen ruhigen Start hast. Wir haben halt hier die Pagen und wir haben das Team und wir haben den Page der Münzen. Also heute wird nichts übers Knie gebrochen. Heute geht es ganz besonders pragmatisch zu, schön langsam. Da ist zwar die feurige Energie des Pagen der Stäbe drin, aber heute wird nicht so heiß gekocht, gegessen, wie es gekocht wird, so rum. Also es wird alles schön langsam gediegen, gestartet, so wie das sein sollte. Also kein hektischer Montag oder so, sondern man führt Routinearbeiten aus. Man kommt klar mit den Leuten, mit denen man es zu tun hat. Das ist okay, das ist schön. Man muss nicht immer, ich sag mal, große Action haben. Es reicht, wenn der Montag eben gut beginnt und man sich da einfindet in die neue Woche. Und ich denke, so gehst du den Montag auch an. Und das ist auch schön für dich, denke ich mal, so in deiner Energie mit Freundlichkeit und gemeinschaftlich mit anderen. Also hab einen schönen Start in die Woche und ich sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Zwillinge. Wir sind bei Montag, 2. Mai 2022. Die Sonne und der Mond starten in diese Woche im Stier. Da ist sehr viel Langsamkeit drin, aber auch Genussfreude. Wir haben eine gediegene Energie. Wir haben ab heute Mittag den Mond in deinem Zeichen. Da kann es ein bisschen unruhiger werden, das ist mehr nach deinem Geschmack. Aber bis heute Mittag musst du dich noch gedulden. Wir haben zudem ab heute die Venus im Widder. Auch das beflügelt deine Sinne und sorgt dafür, dass da ein bisschen mehr Bewegung, mehr Action reinkommt. Aber versuche den Montag gediegen und ruhig zu starten. Was haben wir heute für die Zwillinge? Ritter der Schwerter. Das zum Thema ruhig und gediegen. Man stürzt sich direkt ins Vergnügen oder in den Tag. Da ist der Ritter, nicht der Ritter, der Page der Münzen. Da triffst du auf Langsamkeit, Gediegenes. Da musst du dich mit abfinden. Die zwei der Stäbe. Du stehst vor einer Entscheidung. Und ich denke mal, je langsamer du es angehen lässt, umso besser. Also du kannst natürlich guter Laune sein. Du kannst mit Überraschungen klarkommen und auch mit Neuerungen und so weiter. Aber geh es ruhig an. Da steht eine Entscheidung an und ich denke, die will gut überlegt sein. Wir haben die sieben der Schwerter. Kann bedeuten, dass dir jemand irgendwas auch erzählt, was nicht ganz stimmt, oder dass du merkst, irgendwas ist da nicht so, wie es sein sollte, dann solltest du erst recht ein bisschen überlegen und langsam machen, nicht davon galoppieren, ja. Montags ist ja sowieso immer so ein bisschen, naja, manchmal startet der Montag ganz chaotisch und das wollen wir ja nicht. Ich denke mal, da ist was im Argen heute, da muss man erstmal gucken, was da los ist und das wird sich wahrscheinlich heute auch nicht klären lassen. Deswegen lass dir Zeit und mit dem Ritter der Schwerter ist das vielleicht eine Überraschung. Du solltest da nicht hineinpoltern. Du solltest, wenn es um eine Entscheidung geht, da auch sehr, sehr genau hinschauen. Ich denke mal, dass vielleicht jemand was erzählt, was nicht stimmt oder dass da irgendwelche Gerüchte aufkommen. Lass dich davon nicht vereinnahmen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Start in die Woche. Bleib cool und dann wird das schon. Bis morgen. Ein herzliches Willkommen, lieber Krebs. Wir sind heute bei Montag, 2. Mai 2022. Sonne und Mond starten, so startet der Tag, im besinnlichen Stier. Ruhig, entspannt, pragmatisch, eins nach dem anderen. So möchte man Montage haben, würde ich sagen. Ab Mittag wechselt der Mond dann in den etwas unruhigeren Zwilling. Also stell dich darauf ein, da wird viel mehr geredet, diskutiert und vielleicht wird auch einiges getratscht. Also nicht alles glauben, was man hört. Heute ist auch die Venus im Widder angekommen. Also es kann feurig werden, es kann um heiße Diskussionen gehen, es kann aber auch um Flirts gehen und naja, vielleicht ist das für dich als Krebs auch mal eine schöne Abwechslung. Was haben wir denn heute für den Krebs allgemein? Rückzug, okay, vielleicht ist dir das zu unruhig, ich weiß es nicht, die Liebenden. Es hat mit etwas zu tun, was du liebst. König der Schwerter, klare, wahre Worte, Erkenntnisse. Okay, vielleicht bist du da erstmal ein bisschen zurückhaltender, wenn dir jemand irgendwas sagt oder so. Vielleicht geht es auch darum,
dass du eben erstmal die Dinge beobachten möchtest, bevor du dich entscheidest. Der König der Schwerter ist ja Sachverständiger, Ratgeber, aber auch jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Es kann auch sein, dass jemand mit seinen Worten, ja, dich irgendwo ein bisschen erschreckt. Page der Münzen, schön langsam machen. Piano, piano, nichts überstürzen, auch nicht vorverurteilen. Lass dich davon nicht beirren. Halt dich halt, wenn da, ich sag mal, eine zu rabiate Konversation stattfinden sollte, ein bisschen fern. Beobachte lieber und geh da sehr langsam vor mit der Energie der Sonne im Stier. Also, wie auch immer, es kann in der Liebe sein, es kann im Job sein, dass jemand vielleicht irgendwelche Dinge, ich sag jetzt mal, loslässt, mit denen du nicht so viel anfangen kannst. Halte dich erstmal bedeckt, aber zieh dich nicht komplett zurück. Wir haben den Page der Münzen, schön langsam machen, vielleicht auch den einen oder anderen bändigen. Kann ja auch sein, dass du da ein bisschen für Ruhe sorgen sollst. Bin gespannt. Wünsche dir einen schönen Tag und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Löwe. Wir sind heute bei Montag, 2. Mai 2022. Sonne und Mond im Stier, so startet der Tag. Das ist sehr ruhig, sehr pragmatisch, sehr überlegt, aber auch auf Verlässlichkeit gestimmt. Wir haben ab Mittag dann den Mond in den etwas unruhigeren Zwillingen. Da kann man ein bisschen nervös werden oder durch viel Gerede und Diskussionen irgendwie so ein bisschen gestresst werden. Wir haben aber heute auch die Venus im Widder. Das ist natürlich für dich als Feuerzeichen sehr gut. Du fühlst dich dabei wohler. Du hast vielleicht auch Lust und Energie, dich mit anderen auszutauschen. Auch das ist nicht schlecht. Schauen wir uns mal an, was wir am heutigen Montag für den Löwen allgemein haben. Königin der Kelche, liebevolle Fürsorge, das ist schön. Es kann bedeuten, dass sie dir zuteil wird oder dass du sie weitergibst, diese Energie der liebevollen Zuwendung. Der Hierophant, das ist auch mit sich selbst verbunden sein, aber auch Beziehungen pflegen. Und die Sieben der Schwerter. Da ist Gerede, Getratsche, irgendwas im Hintergrund. Man sollte nicht alles glauben, was man hört. Ich glaube nicht, dass das miteinander zu tun hat. Ich glaube, das eine ist das eine und das ist dann vielleicht im Umfeld so. Wir haben da die Zehn der Schwerter. Du kennst deine Pappenheimer. Du weißt, wer irgendwelche Dinge in Umlauf bringt, denen man nicht so glauben sollte. Trotzdem sollst du dich um deine Mitmenschen vielleicht oder um deine Kollegen oder vielleicht auch deine Familie, deine Partnerschaft kümmern. Das ist wichtig, egal auch wenn da irgendwelcher Mist erzählt wird. Zehn der Schwerter bedeutet, wie gesagt, du hast damit schon deine Erfahrung gemacht und du weißt, wer das vielleicht loslässt. Also sei vorsichtig mit Gerede, lass dich da nicht einbinden und vor allen Dingen auch nicht verunsichern oder irritieren. Mach dein Ding und kümmere dich um das, was dir wirklich wichtig ist. Vielleicht auch um deinen Job, weil der Hierophant kann auch für die Firma stehen, dass du dich darum kümmerst und dich an dem anderen einfach nicht beteiligst. Ich wünsche dir einen guten Start in die Woche und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Jungfrau. Wir sind heute beim Montag, 2. Mai 2022. Sonne und Mond starten den Tag im Stier. Das ist für dich als Erdenergie natürlich schön, es geht geruhsam los, natürlich verlässlich, pünktlich, wie immer, aber das wechselt heute Mittag, wenn der Mond gegen kurz vor 2 in die Zwillinge wechselt. Da kann es unruhiger werden, da kann so ein bisschen mehr Diskussionen aufkommen, Gespräche, die müssen ja nicht schlecht sein und da ist mehr los. Und auch Venus ist in den Widder gewechselt. Das kann ein bisschen Unruhe auch im Beziehungsbereich für dich verursachen. Da kann es ein bisschen feuriger zugehen, ja. Man kann auch selbst ein bisschen kritischer werden, also schön vorsichtig damit umgehen. Schauen wir uns an, was wir heute für die Jungfrau allgemein haben. Ein Neuanfang steht an mit dem Narren. Wir haben die Neun der Münzen. Das bedeutet, du sollst dich um dich selbst ein Stück weit kümmern. Neun der Münzen kann natürlich sein, du stehst vor einem Durchbruch. Du kümmerst dich um dich, um die Dinge, die dir nahe liegen. Vielleicht auch als Single, ne, dass du dich um dich persönlich kümmerst. Wir haben auch 10 der Stäbe. Da sind einige Verpflichtungen, aber du hast das Gros schon geschafft. Du bist über das Gröbste schon hinweg. Aber ganz ist es noch nicht fertig. Und wie gesagt, ein Neuanfang steht an und wir haben Page der Kelche.
immer schön lächeln, immer schön freundlich bleiben, sich selbst gegenüber natürlich auch liebevoll mit sich umgehen, auf Gesundheit achten, nicht überarbeiten. Der Neubeginn ist vielleicht das, was du erreichst, wenn du diese Dinge erledigt hast. Vielleicht ist das ein Ziel, was du erreichen willst, und die 9 der Münzen steht ja für den einen Schritt bis zur 10, ja. Also du stehst kurz davor, einen Durchbruch zu erreichen, musst dich noch ein bisschen reinhängen, aber bleibe freundlich und nicht zu kritisch, dann ist der Neuanfang in ganz nahe, also Entfernung gerückt, also ganz nah. Das finde ich schön, ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche, viel Erfolg und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, liebe Waage. Wir sind bei Montag, 2. Mai 2022. Sonne und Mond starten den Tag im geruhsamen Stier. Pragmatismus, aber auch Verlässlichkeit ist drin. Ruhig, gelassen, entspannt, aber eben auch auf Genauigkeit ausgerichtet. Gegen Mittag wechselt dann der Mond in den etwas unruhigeren Zwilling. Da bist auch du kommunikativer und quatsch lieber mit anderen. Und pass nur auf, dich nicht in irgendwelchen Klatsch und Tratsch reinziehen zu lassen. Die Venus ist ab heute im Widder. Da ist auch feuriges Temperament drin. Flirt-Energien fliegen durch die Gegend. Kannst du natürlich nutzen. Wir schauen mal, wie du das machst. Wie sieht es aus in den Karten allgemein für die Waage? 4 der Stäbe, solide Basis. Die Liebenden in der Partnerschaft oder in der Zweisamkeit. 5 der Kelche. Also da gibt es schon etwas. Man hat eine solide Basis und man muss sich entscheiden, ob man das jetzt negativ sieht mit den umgefallenen 3 Kelchen oder 2, pardon, oder 2 der Kelche, ob man aufeinander zugeht. Wir haben die Mäßigkeit, Schütze-Energie. Intellekt und Gefühl müssen in Einklang kommen. Und das ist etwas, was die solide Basis bietet und was natürlich deine Gefühlswelt bietet. Wenn es da etwas zu bedauern gibt, wird es dir nicht schwerfallen, ich sag mal, auf dein Gegenüber zuzugehen, dich vielleicht zu entschuldigen oder einen gesunden Draht zu der Person zu finden, mit der du dich vielleicht, naja, überworfen hast oder verkracht hast oder wo es Meinungsverschiedenheiten gab. Also als Waage wirst du das ruckzuck hinbekommen. Also da sehe ich überhaupt keine Probleme. Wichtig ist, dass du mit dir im Einklang bist, mit der Mäßigkeit, dass du davon überzeugt bist, dass es das Richtige ist und dass du dann auch eben genauso überzeugend dann die Dinge, die Wogen glätten kannst. Das sehe ich auch. Eine solide Basis ist schön, liebevolle Energie ist da. Entscheidend ist, wie du entscheidest, also wie du dich fühlst. Und darauf solltest du heute hören. Ich wünsche dir einen guten Start und sag bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Skorpion. Wir sind heute bei Montag, 2. Mai 2022. Sonne und Mond starten den Tag im etwas geruhsameren, pragmatischen Stier, der aber auch Sinnesfreuden zugeneigt ist. Also da gilt es natürlich, verlässlich und pünktlich zu sein, etc. Das geht bis heute Mittag, dann wechselt der Mond in die Zwillinge. Das ist für dich vielleicht auch so ein bisschen Krisenstimmung oder Hektik und Panik oder Stress. Da musst du ein bisschen Acht geben, viel Gerede, viele Gespräche, viel Telefonate, was auch immer. Das kann dich schon ein bisschen nerven. Zudem haben wir heute oder ab heute die Venus im Widder. Bedeutet Leidenschaft, Energie, Mut. Man möchte die Dinge angehen, ein feuriges Temperament. Schauen wir uns an, wie das heute für den Skorpion allgemein aussieht. 9 der Stäbe. Du bist nicht ganz auf der Höhe. Das bedeutet, du bleibst an den Dingen dran, du bemühst dich, aber du bist ein bisschen ausgepowert. Kraft ist dir verloren gegangen. Der Page der Münzen sagt, mach langsam, geh den Tag ruhig an. Und wir haben die Obsession, Übertreibung. Es kann sein, dass du dir selbst ein bisschen zu viel abverlangst oder zu viel auf einmal willst. 9 der Stäbe ist für mich die Energie, dass du möglicherweise deine Energie, die dir verblieben ist, in irgendwelche Richtungen verplempern könntest. Ja? Versuche heute ruhig und entspannt an die Dinge ranzugehen. Wir haben den König der Münzen, Stabilität und Sicherheit. Die Stierenergie in der Sonne hilft dir, auf den Boden zu kommen, Routinearbeiten zu machen, möglichst nicht zu übertreiben und auch mit den Gesprächen und so dem Ganzen, ich sag mal, gelassen entgegenzublicken und vielleicht auch mal eine kurze Pause einzulegen. Wenn ich die 9 der Stäbe sehe, wäre das auf jeden Fall zwischendurch mal dringend nötig.
überarbeite dich nicht, die Woche hat 7 Tage insgesamt und nicht nur den Montag. Ja? Also guten Start in diese Woche und schön langsam anfangen. Alles Gute und bis morgen. Ein herzliches Willkommen, mein lieber Schütze. Wir sind heute beim Montag, 2.5.2022. Sonne und Mond starten den Tag im ruhigen, gelassenen Stier, der aber auf Genauigkeit und Verlässlichkeit achtet. Das geht bis etwa heute Mittag so, dann wechselt der Mond in den unruhigeren Zwilling. Das macht dich auch kommunikativer, aber du solltest dich natürlich nicht verzetteln und natürlich auch nicht selbst verrückt machen, ja? Nicht zu viel vornehmen. Wir haben ab heute die Venus im Widder. Auch das gibt dir Flügel, aber ich sag mal, überschätze dich selbst nicht. Geh es trotzdem mit der Erdenergie ruhig an. Man muss die Dinge gut überlegen, bevor man etwas angeht. Schauen wir uns an, was wir für den Schützen am heutigen Montag haben. Heilung, Wassermann-Energie. Irgendetwas heilt gerade und da muss man natürlich auch Acht geben. Der Hierophant, das sind Verbindungen, Beziehungen, aber auch dein höheres Selbst. Die Herrscherin, die Heilung schreitet voran. Was auch immer zu heilen ist, geht voran und das ist gut so. Also du kommst auf jeden Fall voran, aber mach bitte schön langsam. Nichts überstürzen, eins nach dem anderen. Denk an Pragmatismus, Erdenergie. Der Tag hat gerade angefangen und du musst dich nicht überstürzen. Worum du dich kümmerst, trägt Früchte. Und dann haben wir 10 der Kelche. Wow, das ist der volle Zyklus Liebe, Zuwendung, Harmonie, Beziehung, auch, ich denke mal, positive Energie, positive Stimmung. Mit Venus kann er natürlich auch, ich sag mal, die Gefühlswelt in Wallung geraten, in positiver Attitüde, ja. Vielleicht ist irgendwas in Beziehungen, wo Heilung Not tut und plötzlich ist alles wieder gut. Heide, heile Gänschen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber es geht darum, dass du wirklich dich gut fühlst und mit diesem guten Gefühl eben die Dinge auch schätzt und dieses gute Gefühl auch ausstrahlst. Das finde ich sehr schön. Aber mach mit dem Stern, mit der Heilung bitte langsam, nichts überstürzen, ein Schritt nach dem anderen. Ja, dann wünsche ich dir einen guten Start in die Woche und sag bis morgen. Einen schönen guten Tag, mein lieber Steinbock. Wir sind beim Montag, 2.5.2022. Sonne und Mond stehen im Stier heute Morgen. Das ist für dich natürlich als Steinbock sehr angenehm. Pragmatismus, Genauigkeit, Verlässlichkeit, ja, und schön in Ruhe. Das ist toll. Bis heute Mittag, dann wechselt der Mond nämlich in die Zwillinge. Da wird es wohl ein bisschen unruhiger, da wird es wohl auch ein bisschen kommunikativer, was nicht schlecht sein muss, aber man sollte sich auch nicht zu viel vornehmen, ja, also übertreiben in der Hinsicht. Wir haben ab heute Venus im Widder. Das hat so nicht direkt Einfluss auf dich, es könnte eher Flaute im Beziehungsleben bedeuten, aber vielleicht hast du ja auch Ziele, wo Mut gefragt ist oder auch finanzielles, worum du dich kümmerst. Schauen wir mal, wie das heute für den Steinbock allgemein aussieht. Mäßigkeit, Intellekt und Gefühl im Einklang finde ich gut. Das bedeutet nämlich, dass du auf dich selber achtest und natürlich, wie du dich fühlst. 5 der Schwerter, es gibt ein paar Dinge, die geklärt werden müssen. Das muss nicht schlecht sein. Konstruktiv lässt sich das natürlich klären. 9 der Schwerter ist, man hat Angst vor etwas oder man befürchtet etwas. Vielleicht aufgrund Dinge, die noch nicht geklärt sind. Behalte dir aber deine innere Mitte bei. Was haben wir noch? Wir haben die 9 der Stäbe. Du bist nicht so voller Energie, wie du sein könntest. Ich denke mal, Marsfische raubt dir schon ein bisschen Kraft und sorgt schon dafür, dass du dich hoffentlich nicht übernimmst. Und du solltest auch nicht in unnütze Dinge, ich sag mal, deine Energie stecken, in diese Ängste, in diese Befürchtungen. Halte dich doch an das, was gerade anliegt. An die Routine, an das, was jetzt gerade notwendig ist zu tun, wo man sich kümmern muss. Die Ängste sind da, das kann natürlich sein, aber dann solltest du darüber sprechen. Dann solltest du dich mit Gleichgesinnten oder mit Kollegen, je nachdem, worum es geht, austauschen, nach Lösungen suchen. Aber du sollst nicht deine ganze Energie darin verausgaben. Ja? Denk bitte dran, ausgewogen sein, Gefühl und Intellekt im Einklang. Arbeit 50%, Privatleben 50%. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche und sag bis morgen. Musik.
Einen schönen guten Tag, mein lieber Wassermann. Wir sind bei Montag, 2. Mai 2022. Sonne und Mond starten den Tag im grusamen Stier. Das ist sehr langsam, sehr bedächtig, aber auch sehr verlässlich und genau. Wir haben das bis heute Mittag. Dann wechselt der Mond in den etwas unruhigeren Zwilling, was für dich als Luftzeichen natürlich sehr entgegenkommt, ist, da ist mehr los, da wird mehr gesprochen, mehr kommuniziert und da ist ein bisschen mehr Bewegung drin. Aber bitte verzettel dich nicht. Wir haben ab heute auch die Venus im Widder. Feurige Energie, Temperament und da kann das Flirten schon losgehen. Was haben wir denn heute für den Wassermann allgemein? Page der Stäbe, du bist fokussiert auf deine Ziele. 10 der Schwerter, ich denke mal, du bist fast über etwas hinweg, was dich enttäuscht hat oder wo du eine Lektion hast lernen müssen. Ja? 10 der Schwerter ist ja, man hat seine Lektion hoffentlich gelernt. Es ist die Erfahrung, die du gemacht hast. Und dann die 8 der Schwerter, das bedeutet, du hast noch keine Lösung. Wenn du noch keine Lösung hast, solltest du natürlich auch keine Entscheidung treffen. Die 8 der Schwerter ist immer so, man dreht sich selbst im Kreis und sollte diesen Gedanken irgendwie loswerden durch Ablenkung, durch irgendwas anderes oder eben durch Gespräche mit anderen. Wir haben die Gerechtigkeit und vielleicht dreht sich dieser Gedanke um Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Und um das herauszufinden, solltest du die Fakten klären. Das hast du vielleicht auch schon getan, aber auch deine Gefühle. Es geht auch um Gefühl. Vage Energie, nämlich die Gerechtigkeit, geht um Ausgewogenheit. Wie schaffe ich es, dass die Waage in ihrer Mitte steht? Also, dass beide Seiten zu ihrem Recht kommen. Und das solltest du eben nicht nur von der sachlichen Ebene betrachten, sondern auch von der Gefühlsebene. Wenn es dann unausgewogenes Gefälle gibt, dann hat das meistens auch mit Gefühlen zu tun. Und darum gilt es, sich heute zu kümmern. Ich wünsche dir einen guten Start in diese Woche. Viel Erfolg und bis morgen. Einen schönen guten Tag, liebe Fische. Wir sind heute am Montag, 2. Mai 2022. Der Tag beginnt geruhsam mit dem verlässlichen Stier in der Sonne und im Mond. Das bedeutet, man sollte schon verlässlich sein und sich an das halten, was man sagt, was man vorhat, Dienst nach Vorschrift, Routine, aber alles geruhsam. Das ändert sich heute Mittag, wenn der Mond in die Zwillinge wechselt. Das ist so kurz vor eins, Viertel vor eins ungefähr. Dann wird es unruhiger, dann wird viel geredet, diskutiert, gesprochen, das Telefon läutet. Also es kann ein bisschen chaotisch werden. Stell dich drauf ein. Wir haben die Venus ab heute im Widder. Hat keinen direkten Einfluss auf dich und vielleicht kannst du dich deshalb um andere Dinge kümmern. Denn Venus bezieht sich ja auch auf Finanzen oder auch Karriere und ein bisschen Mut. Schauen wir uns an, was wir heute für die Fische am Montag haben, allgemein. Entspannung, also ganz relaxed den Tag starten, ein Neubeginn steht an, super, und Intuition. Also du kommst zu deinen Zielen, wenn du dich geruhsam, entspannt und deiner Intuition vertrauend auf die neuen Dinge einlässt. Dich da auch gefühlsmäßig und intellektuell drauf einlässt, also ganz entspannt. Wir haben die 5 der Stäbe, innere Unruhe, ja, kann auch durch äußere Unruhe entstehen, wenn, wie gesagt, viel los ist, Heckmeck und so. Ne? Es kann aber auch bedeuten, dass du vielleicht auch Befürchtungen hast, Gedanken hast, dich vor etwas, wie gesagt, fürchtest oder zu viel darüber nachdenkst. Horche in dich hinein, deine Intuition ist dein bestes Navigationssystem. Und wenn du einen Neuanfang startest, solltest du diesen eben ganz geruhsam angehen. Vielleicht ist es ein neuer Job, eine neue Sache, geh es ganz entspannt an. Du musst keine Angst haben. Das Wichtigste ist, dass du deiner Intuition vertraust und ganz unbedarft und unvoreingenommen an die Dinge herangehst. Dann hast du einen bombastischen Start in diese Woche. Das wünsche ich dir auch und dann sage ich mal bis morgen. Musik.